Hallo, Paraguay Live. Wie immer, liebe Grüße aus Paraguay. Ich bin der Pit und heute wieder ein wichtiges Thema. Bleibt dran, wir sprechen über die Deutschen und grundsätzlich auch über andere Ausländer in Paraguay. Falls euch das Thema interessiert, bleibt dran. So, wir machen gerade etwas Ordnung oder sagen wir machen lassen, deshalb ein bisschen Unruhe. Ah. So, nochmal vielen Dank für eure Fragen. Es hat mich wieder gefreut, dass ihr so viele Fragen wieder gestellt habt. Und ich habe wieder eine aus mehreren herausgepickt. Ich denke, das ist auch ein wichtiges Thema und zwar Deutsche in Paraguay oder grundsätzlich auch Ausländer in Paraguay. Viele von euch, also sowohl Kunden als auch Fans oder Fans von unserem Kanal sind auch Deutsche, Österreicher oder Schweizer. Es gibt auch natürlich viele Polen und andere Nationalitäten. Man fragt mich immer, ja, wie wohnen die und wie wohnt man überhaupt in Paraguay? Vor allem sprechen wir natürlich über die Deutschen. Also wir wohnen hier schon seit 18 Jahren und kennen natürlich auch viele Deutschen, die auch fast so lange wie wir, teilweise auch länger oder auch kürzer, hin in Departamento, also in dem Land Cordillera, und zwar in der Bezirksstadt Piribebuil leben. Also zu unserer Person, wir sind wie gesagt seit 18 Jahren in Paraguay und sind Polen. Also sind keine Deutschen, sondern Polen. Wir lebten und arbeiteten in Deutschland über 20 Jahre her. Ich war in der Immobilienbranche tätig, vorwiegend, und meine Frau in der Gastronomie. So, zu den Deutschen, es gibt natürlich auch verschiedene. Also es gibt Deutsche, die wir kennen, denen ganz schlecht geht. Also diese Gruppe wird oft, ich sag mal, vergessen oder man redet über diese Menschen ungern. Als ob die nicht da gewesen wären. Aber die sind da und es gibt sehr viele auch. Klar. Die gehen der Arbeit nach, falls die eine Arbeit haben. Das ist ja auch wichtig. Und sonst geht es denen ziemlich schlecht. Warum ist es denn so? Ich bin mir fast sicher, dass bei dieser Gruppe von Menschen das größte Problem war, zuerst haben die mehr Geld ausgegeben, als die überhaupt hatten. Beziehungsweise lebten nach dem Motto, ach komm, wir haben das Geld, gehen wir aus, irgendwie kriegt man das schon zusammen. Wie das so im Leben ist, ist es natürlich meistens anders gegangen. Das heißt also, die Deutschen leben also, sage ich mal, ganz bescheiden, gehen ihrer Tätigkeit, ihrer Arbeit nach, als Arbeiter, als Leute, die bei anderen Deutschen arbeiten, natürlich für relativ kleines Geld, die auch nach Asunción fahren und haben natürlich niedriges Einkommen. Von der Gruppe wollte ich eben auch sprechen und damit mein Video im Prinzip anfangen oder auch mehrere Wörter über diese Person verlieren, in Anführungszeichen, weil viele von euch eben vergessen. Und das ist das, was mir Sorgen macht. Was haben diese Menschen falsch gemacht? Gut, ich bin kein Gott, ich kann also keine allgemeinen Ratschläge geben. Wir leben 18 Jahre hier, uns geht es gut. Wir sind keine Millionäre, aber können wir uns grundsätzlich nicht beklagen. Was wir gemacht haben, wir haben zuerst die Sprache gelernt. Das ist schon mal wichtig.
sowohl Spanisch, also das hiesige Spanisch, als auch Guarani, wobei also beide Sprachen beherrsche ich nicht perfekt, aber es reicht vollkommen. So, die zweite Sache, was meiner Ansicht nach von Bedeutung ist, ist die Anpassung. Ja, ich behaupte grundsätzlich, die Deutschen oder die meisten von den Deutschen haben, wie soll ich ja sagen, ein gewisses Problem mit Anpassung. Was will ich damit sagen? Die meisten von denen kommen hierher, also glaubt mir, wir leben hier schon 18 Jahre und haben viele kommen und gehen sehen. Und viele sind auch gegangen. Aber kommen wir auf das Thema zurück. Ich bin absolut der Meinung, wir als Polen sind zum Beispiel nach Deutschland ausgewandert, vor Jahrzehnten schon, und haben uns versucht, in Deutschland anzupassen. Also, die Sprache haben wir kennengelernt und die Sitten, die ein bisschen anders sind natürlich als in Polen. Und genauso ist es auch in Paraguay. Viele Deutschen, viele von euch, sage ich mal, ja, also es hören sicherlich viele Deutsche auch zu, auch Schweizer, auch Österreicher, kommen nach Paraguay und sagen, bitte, nein, du verstehst mich nicht, du hörst nicht auf mich zu, nein, es ist anders, ich will es so, nein, es wird so gemacht, wie ich es will, ich habe das Geld. Ich bin der Mann und ich tue es das und ich befehle. Tja. Und ich sage mal meine bescheidene Meinung dazu, das ist eben komplett falsch. Komplett falsch, da habt ihr schon im Prinzip verloren, bevor ihr mit dem Leben in Paraguay angefangen habt. Die Paraguayer, die Mentalität der Paraguayer ist komplett anders. Das sind typische Latinos, also sage ich mal, mañana heißt morgen. Also die legen keinen großen Wert auf Pünktlichkeit, auf Qualität. Machen sich keine Gedanken, was morgen, übermorgen, in einer Woche passiert. Das machen die Leben. Das ist es. Was die meisten von euch, sage ich mal, nicht verstanden habt. Und da liegen meiner Ansicht nach die größten Probleme. Man muss sich, oder man muss sich nicht, aber man sollte sich auf jeden Fall anpassen. Versuchen, die Einheimischen zu verstehen. Und da liegt meiner Ansicht nach das größte Problem, warum viele von den Deutschen eben scheitern oder auch sagen, die Paraguayer sind so schlimm, die verstehen mich nicht. Leute, setzt euch auf euren Wertesten, allen Wertesten. Nehmt euch 5 Minuten, nur 5 Minuten Zeit. Entspannt euch, runterfahren und denkt drüber nach. Es ist eure Zukunft, eure Gesundheit, euer Geld und eures Leben. Und die Zukunft von euch hängt unter anderem auch von diesen Kleinigkeiten in Anführungszeichen ab. Also ein bisschen Anpassungsvermögen sollte man auf jeden Fall mitbringen. Bitte. Wisst ihr, was der durchschnittliche Paraguayer macht? Zumindest hier bei uns auf dem Land.
der genießt einfach das Leben. Kleine Entspannung, hetzt nicht und einfach lebt. Und so wie bei uns, man nimmt sich viel Zeit meistens für Kleinigkeiten, wie zum Beispiel auch der Garten. Genießt das schöne Wetter und die freundlichen Menschen. Also es gibt natürlich auch Deutsche, jetzt genug gemeckert, die auch erfolgreich sind. Ja, also es gibt zum Beispiel auch früher, die früher etwas in Anführungszeichen früher gekommen sind, da sind die Mennoniten, also Hut ab. Diese Menschengruppe, die hat es wirklich geschafft. Also die sind im Norden von Paraguay, im Chaco-Bereich. Also die haben auch Top-Fabriken hingestellt, alles sauber, picobello, und es funktioniert wirklich einwandfrei, zum Beispiel im Milchbereich, also Milchproduktion oder grundsätzlich Käse und andere Produkte. Auch der Fleischbereich, also die Fleischproduktion, ist auch praktisch durch die Mennoniten praktisch beherrscht worden, und zwar ordentlich, sauber, alles picobello. Wir haben Fabriken besucht, es sieht wirklich top aus. Andere Gruppe, die auch Geschäfte aufgemacht haben und sind auch erfolgreich, auch Import-Export-Sachen, da sind, kennen wir auch Deutsche, die erfolgreich sind. Es gibt im Prinzip viele Bereiche, wo auch Deutsche als auch andere Ausländer natürlich erfolgreich sind. Aber zu den Deutschen zurückzukommen, es gibt natürlich auch viele Rentner, die natürlich, ich sage mal, 1.000, 2.000 Euro Rente haben, was schon in Paraguay, zumindest auf dem Dorf oder in den Kleinstädten, schon ein gutes Einkommen ist. Also die Paraguayer grundsätzlich sind sehr hilfsbereite Menschen. Und wenn man die auch, ich sage es mal, richtig behandelt, wäre ein falsches Wort dafür. Also die Kontakte zueinander sollen korrekt sein. Ja, also ich sage immer wieder, man sollte nicht wieder wie der Herr fühlen hier in Paraguay. Das mögen die Paraguayer grundsätzlich nicht. Die mögen eher diese freundschaftliche Art und Weise, miteinander umzugehen. Die trinken gerne Tereré zusammen, helfen sich gegenseitig und sind meiner Ansicht nach 18 Jahren sind wirklich top. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich fast verliebt habe. Grundsätzlich in Paraguay, landschaftlich ist sehr schönes Land. Die Menschen sind top, muss ich sagen. Wenn man die Mentalität etwas verstanden hat, es funktioniert einwandfrei, und ich kenne auch sehr viele Ausländer, auch viele Deutsche, die eben mit der Mentalität leben können und sind sehr glücklich in Paraguay. Deshalb, gut, ich kann natürlich euch persönlich auch keine Ratschläge geben, aber meiner Ansicht nach, man sollte schon mit mehr Bescheidenheit nach Paraguay kommen. Nicht nach dem Motto, ach komm, ich mache das, ich habe das Geld, mach das, mach das, mach das. Nein, nein, nein. Die Menschen hier, wie gesagt, auf dem Lande sind meistens verwandt, verschwägert, und man findet kaum, wie gesagt, zuverlässige Leute. Und ich habe es auch wirklich sehr lange gebraucht, um die richtigen, zuverlässigen Partner zu finden. Und das ist sehr wichtig, und das sollte man auf jeden Fall schätzen lernen. Viele kommen und sagen, ach komm, wenn der schlecht arbeitet, nehme ich den anderen, dann nehme ich wieder den anderen, dann nehme ich wieder den anderen. Ja? Und man spricht sich herum. Und wie gesagt, man sollte vor allem nicht so hohe Erwartungen stellen, vor allem an sich selbst nicht. Und
ein bisschen mehr, bin ich der Meinung, sollte man Paraguay schon verstanden haben. Zumindest der Wille muss vorhanden sein, die Menschen, die Latinos, die Paraguayer zu verstehen. Sonst bin ich der Meinung, lebt man vielleicht in einem goldenen Käfig, umzäunt oder mit einer riesigen 2, 3, 5 Meter hohen Mauer. Das ist kein Leben für mich. Und das macht auch die Deutschen, die so leben, soweit ich informiert bin, soweit ich diese Menschen auch kenne, nicht glücklich. Ja, grundsätzlich meckern viele rum und sagen, ach, na, die Paraguayer sind schmutzig und das und jedes. Also ich möchte diese Worte auch vermeiden, weil man kann nicht sagen, alle Deutschen sind ordentlich und alle Deutschen sind so oder so oder so. Ja, das betrifft auch die Paraguayer. Also für mich sind es Top-Menschen, es ist Top-Wetter. Man muss vor allem die positiven Sachen des Lebens sehen und auch des Lebens in Paraguay. Ihr habt nur ein Leben und man sollte nicht sich streiten, sondern genau wie in Paraguay lieber den Problemen oder den Problemen ins B aus dem Weg gehen. Und das tun die meisten Paraguayer. Und deshalb trinken die in Ruhe Tereré und sind grundsätzlich mit dem Leben zufrieden. So, ich denke, jetzt in der vollen Sonne, ich hab's genug geredet. Danke für eure Zeit. Ich denke, das war auch wichtig, weil viele von euch mich gefragt haben, also meine persönliche Meinung. Und ich denke, es wurde auch Zeit, dass ich auch meine persönliche Meinung dazu sage. Gut, vielleicht versteht ihr nicht, vielleicht verstehen viele, vielleicht andere nicht. Aber das ist wieder eine andere Sache. Ich bin immer ehrlich und sage meine persönliche Meinung. Vielen Dank für euch, wie immer. Bitte Kommentare, wie ist denn eure Meinung? Vielleicht auch diejenigen, die schon hier länger leben oder die vorhaben, nach Paraguay zu kommen. Bin ich da auf eure Meinung gespannt und die interessiert mich wirklich. Deshalb bitte sämtliche Fragen in den Kommentaren. Und wie immer, links werde ich weitere Videos empfehlen. Vielen Dank, bleibt gesund wie immer und wir sehen uns sicher in dem sonnigen Paraguay. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Bleibt gesund. Ciao, ciao.